שלום עליכם, גוטן מורגן, וירלנן וייטר טניה, הויטה איז 29. כיסלב, שנה מעוברת, שאלת יר. ונוח, ידן גוטלישה זיילה, הט דרי קליידר. אין מנש כאן נישט נקט גיין דראוסן. הר בראוכט קליידר, הר בראוכט obere Kleider, Kleider auf dem Körper und untere Kleider. Die werden genannt in Tanja, Machshava, Denken, Dibur, Reden und Handeln. Baruch HaTorah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Shekinu Bedvarim. Das heißt, der Mensch hat Kontrolle, was soll er machen, kann überlegen, was soll er machen, machen, nicht machen, ich will jetzt trinken oder will nicht jetzt trinken oder doch trinken. Reden, kannst überlegen, soll ich sagen, soll ich nicht sagen, soll ich doch sagen. Und denken kannst du auch im Kopf, du kannst denken gute Sachen, göttliche Sachen und du kannst denken Ängste und Szenario, von schlimmen Sachen, Vorstellungskraft. Aber die drei Kleider, die sind von die 613, Tariag Mitzvot von die Torah. Wenn ein Mensch übt und tut mit Handlung, alle Mitzvot Maasiot, praktizierende Mitzvot, über die Buren mit Reden, ist er beschäftigt mit dem Kommentar und Lernen, alle 613 Mitzvot und ihre Gesetze. Und mit Gedanken denkt er und überlegt er und übt er über alles, was er kann, sich nehmen in Parades HaTorah, dann die ganzen 613 von seinen Körperteilen sind eingekleidet mit den 613 Mitzvot von der Torah. Das werden wir jetzt Bezrat Hashem erklären. Sagt Rabbi Simlai, Hashem hat uns gegeben 613 Mitzvot, 248 Gebote, was zu tun. Das sind parallel zu unseren Körperteilen. Und 365 Verbote, die sind parallel zu unseren Gedim, zu unseren Venen, zu unseren Adern. Deshalb, jeden Mitzwa, jeden Gebot und jeden Verbot haben zu tun im Körper, medizinisch, aber sie haben auch zu tun seelisch, was der Jid muss machen, die Mitzvot, jetzt. Wenn ein Mensch tut in Handlung das, was er machen soll, Chanukka-Kerzen zünden, Kiddush, Benchen dem Shabbat, Essen Challes, Matzah, Shofar, Sukkah, Tfilin, also das sind Handlungen. Dann, in dem Moment, wo er macht die Handlung, dann diese Handlung ist verbunden mit seinem Kleidungsstück, von den Neshama. Genauso, wenn der Mensch redet, spricht über Sachen von der Torah, sagt Torah, Tfilah, lernt Torah Shebichtav, Torah Shebealpe, schriftliche Torah, mündliche Torah, Gemara, Mishnah, Musar, Halacha, Chassidut. Und der alte Rebbe bringt in dem ganzen Pardes von der Torah. Pardes bedeutet Pshat, einfache Deutung, Remes, Hinweisen, Drash, allegorisch und Sod, Geheimnis, also die Geheimlehre von der Torah. Dann, in dem Moment, wenn ein Mensch sich verbindet seine Neshome mit dem Kleidung, das heißt,
steht geschrieben in Zohar, dass wenn ein Mensch ist tot, muss man ihm gleich Kleider bringen und beerdigen. Warum? Weil dann die Neshome ist nackt. Genauso die Neshome kommt in diese Welt und sie kleidet sich, in dem vorigen Kapitel haben wir gesagt, in die 10 Kräfte, 7 im Herz, 3 im Kopf. Aber jetzt, was ist der Ausdruck von der Neshama in dieser Welt? Der Ausdruck von der Neshama, von der Seele, ist das, was du tust, ist das, was du sprichst und das, was du denkst. Da kannst du wissen, was passt und was passt nicht. Und wenn ein Mensch wird nicht ausüben, das, was er braucht, er wird kommen noch einmal mit dem Schmerz von Wiedergeburt in diese Welt. Oder bei einem Mensch, oder bei einem Tier, er kann sein ein Hund oder ein Bär, oder ein Frosch, oder ein Blume, kann werden Rose. Und das ist ein großer Schmerz, weil da kann er nicht handeln, kann er nicht reden und da kann er nicht denken. Er kann nur die seelischen Kraft haben. Wir werden dem Shiur heute mit einer leckeren Nachspeise beenden, mit einer Geschichte von Baal Shem Tov. Es war einmal ein Jid, der war weit von Chassidut, aber er war sehr krank. Und die Doktorin, die Professoren haben die Hände aufgegeben, sie haben gesagt, sie können ihm nicht helfen. Er ist gekommen zum Baal Shem Tov und der Baal Shem Tov hat ihm gekocht Suppe und mit ihm gesprochen, und nach einer gewissen Zeit ist er gesund geworden. Der Doktor war sehr neugierig und er ist gekommen zum Baal Shem Tov und er hat gefragt, wie also hast du geschafft, ihn zu heilen, wenn wir haben gesehen, dass er ist unheilbar. Sagt der Baal Shem Tov, sie haben geguckt nur auf den Körper. Aber ich habe geguckt auf die Neshome, auf die Seele, auf die Ursache. Heute nennt man das psychosomatisch. Ich wusste genau, welchen Aspekt von Torah und Mitzvot muss man bei dem Jid erwecken. Und eine von den Matanot, von den Geschenken, die Hashem hat uns gegeben, ist Tshuva. Dass ein Mensch, auch wenn er war nicht gut, er kann werden gut. Sonst diese Welt hat keine Existenz. Wenn jeder Mensch bleibt immer so, wie man von ihm erwartet, dann schaut auf die Zeit, ein Mensch kann sich ändern, positiv ändern. Genau die gleiche Geschichte, gleich kommt mir in den Kopf. Einer von den Schülern von dem Arizal hat beschwert, dass er hat Schulterschmerzen. Und der Arizal hat ihm gesagt, dass er hat vernachlässigt Hände waschen vor dem Essen. Und weil ihr seid solche gute Zuschauer, schenke ich euch jetzt eine Geschichte, die habe ich gelesen letzten Schabbat, Bombe. Rabbi Mordechai von Nadvorne hat gesehen einmal eine Gruppe von Zigeuner und er hat gekauft von denen den großen Bär und er hat ihn gelegt in Sukkah und in 2 Wochen der Bär ist gestorben. Und hat man ihn beerdigt in jüdischer Friedhof, dem Bär. Die Chassidim haben gefragt, was ist passiert? Sagt der Nadvorner Rebbe, Rebbe Mordechai in Nadvorna, dass es war ein Jid, der war sehr hochnäsig, war ein guter Torah-Gelehrter und alles, aber der hat nicht getanzt und gejubelt bei einer Hochzeit. Und deshalb musste er kommen in diese Welt und sein wie ein Bär und machen Freude an andere Leute und tanzen und bewegen. Aber jetzt hat er schon genug gemacht, hat er seine Tikkun schon ausgeübt. Das heißt, der alte Rebbe bringt uns den Zusammenhang zwischen den Neshome und ihre Levushim und ihre Kleider. Shkoyach. A guten Erev Shabbos.